Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Video. Ihr seht schon, hier vor mir stehen 8 Schoko-Nikoläuse, die wir uns im ultimativen Schoko-Nikolaus-Test anschauen, damit ihr passend zu Nikolaus oder Weihnachten oder für zwischendurch den besten Schoko-Nikolaus für euch habt. Wir haben hier Manufaktur, zum Beispiel Pot au Chocolat aus Dortmund. Wir haben die berühmten wie von Lind. Wir haben allerdings auch die billigen und unverhältnismäßig großen von Lidl und dann auch einen, der streng genommen nicht ganz dazugehört, das ist mir aber erst nachher bewusst geworden, zum Beispiel der Kinder Schoko-Weihnachtsmann. Wir haben aber auch zum Beispiel Milka, wir haben billig von Aldi auch hier noch, wir haben hier irgendwo noch Bio dabei, von Gepa zum Beispiel. Und dann haben wir noch hier den von Riegelein. Den kennt man ja auch. Das ist so ein bisschen so die Marke, die nicht ganz so große Marke, meiner Interpretation nach. Und die Preisspanne, die ist gewaltig, sage ich euch. Da sprechen wir aber gleich drüber. Wir sprechen hier über Preise pro 100 Gramm von ungefähr, die sich um das teilweise Zehnfache unterscheiden. Am wichtigsten wird natürlich der Geschmack. Und da kommen wir zu, ich werde natürlich wieder blind probieren und blende euch dann immer unten ein, welcher Nikolaus hier gerade gezeigt wird und zeige ihn euch auch in der Einblendung einmal, wie er aussieht, bevor er dann gekillt wurde. Weil für den eigentlichen Test kommt ja die Schokolade dann nur auf Schälchen drauf, damit ich nicht weiß, was ich da vor mir habe. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. So, wie ihr seht, sehe ich nichts. Ich muss übrigens noch mal ganz kurz sagen, ich rieche erstmal sehr viel Schokolade und am meisten irgendwie den von Kinder, weil der dieses künstliche oder dieses sehr penetrante Vanillinaroma hat. Warum ich gesagt habe, dass der jetzt quasi eigentlich nicht dazu gehört ist, ich habe mit Absicht Vollmilchschokoladen-Nikoläuse gekauft und der von Kinder ist ja so eine Palmfettcreme mit drin, auch Milchcreme genannt. Und der ist halt deswegen anders eigentlich als die anderen. Ich hätte noch einen veganen kaufen sollen, fällt mir gerade ein, habe ich verpeilt. Aber so haben wir jetzt hier insgesamt 7 Vollmilchschokoläuse plus diesen einen von Kinder, den ich ganz bestimmt rausschmecke. Und wir fangen da jetzt einfach mal an. Die Anna hat hier mir quasi Bröselchen zusammengetragen. Ihr seht es, aber ich blende es euch auch ein, was es ist. Und jetzt schauen wir einfach mal, wie es hier losgeht. Recht knackig. Meine ersten Assoziationen war so billig Nikolaus. Also es schmeckt nicht nach hochwertiger Schokolade, schmeckt eigentlich ganz okay, aber ist das hier noch das erste? Ja. Schmeckt jetzt nicht schlecht, aber jetzt auch ehrlich gesagt nicht besonders gut. Also das Ziel ist jetzt auch nicht, dass ich hier jeden, wo ist denn das Glas, dass ich hier jeden Schokolaus benennen kann, sondern eher so einen geschmacklichen Eindruck. Die Knackigkeit finde ich auf jeden Fall schon mal gut beim ersten. Bestimmt nicht der von Milka, wobei ich mir vorstellen kann, dass sie die Milka-Schokolaus anders machen als die Milka-Tafel. So, hier der nächste. Das ist Kinder? Glaube ich, oder? Nee, scheiße, nicht Kinder. Moment. Doch, ich glaube schon. Der ist auf jeden Fall viel cremiger. Das ist, glaube ich, der von Kinder. Oder? Ich glaube schon. Viel weicher, nicht so knackig. Süßer, fast schon brennend die Süße. Also ich würde sagen, das ist der von Kinder. Jetzt muss ich hier direkt wieder was durchspülen, weil ich so viel Zucker und brennende Süße im Mund habe, dass ich es irgendwie nicht verstehe. Das ist der zweite. Das ist der zweite, das ist der dritte. Der riecht tatsächlich anders. Oh, da kommt eine Schokolade gelandet. Aber nicht so knackig wie der erste. Also ein bisschen vom Schmelz besser. Das könnte Milka sein. Oder? Nee, scheiße, was ist denn das? Also den ersten fand ich bisher noch am besten, auch wenn ich ihn nicht überragend finde. Der hier, der ist auch irgendwie einfach nur süß. Dafür schmilzt der besser. Mag man es knackig, mag man es schmelziger. Ich fand das vom ersten eigentlich gar nicht schlecht. Aber es ist ja nicht so cremig. Also ich habe keine Ahnung, vielleicht ist es auch nicht Milka. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Ich finde den okay. Die Schokonote, ist es nicht herb oder so, aber ist auch Vollmilchschokolade, ne? Ist das jetzt nicht so, dass ich sage, wow. Hier ist 4. Nein, 3. 4. Schon wieder eher knackig wie der erste. Also ich sag's euch ganz ehrlich, ist einfach alles Schokolade. Was soll der Scheiß? Sei mal ehrlich. Nee, also erinnert mich von der Konsistenz, wie gesagt, eher an den ersten.
Schmeckt auch so ein bisschen mehr Vanille vielleicht drin. Das erste. Ich finde ihn, glaube ich, besser. Ich finde ihn, glaube ich, am zweitbesten. Aber er hat auch so eine leicht brennende Süße. Also richtig geil finde ich hier gar keinen. Hm. Ja, muss man mal schauen. Die Nummer 4, 5. Auch schön knackig. Also wenn der jetzt hier vom Porto Schokolade nicht besonders herausschmeckt, dann weiß ich nicht, warum man dafür 10-mal so viel ausgibt wie von dem von Lidl. Man muss fairerweise aber auch sagen, irgendwann schmeckst du einfach nicht mehr so gut wie beim ersten Mal. Das kannst du auch mit, aber muss man einfach ehrlich sein, man schmeckt natürlich immer noch was. Aber so am besten so, wenn man jetzt nicht schon 5 Schokoläuse vorher gegessen hat. Das hier hat so eine leichte, war das hier, ja. So eine leichte Note im Abgang, die ich nicht ganz benennen kann. Der ist auch dafür schön knackig. Und den finde ich jetzt irgendwie zum Beispiel rein von der Kakao. Irgendwie, der ist irgendwie am wenigsten intensiv, finde ich. Aber von der Note eigentlich ganz okay. Könnte auch so ein billig Schokolade sein. Leute, ich weiß wirklich nicht. Das hier ist 6. Boah, ja. Mann, ey. Auch wieder knackig. Der ist irgendwie anders von der Textur. Der schmilzt auch nicht so gut, der. Nee, der ist gar nicht gut. Der ist gar nicht gut. Der ist der schlechteste von allen bisher. Auch wenn die anderen teilweise sehr süß sind, aber irgendwie der schmeckt nach gar nichts. Gefühlt. Aber den finde ich nicht gut. Der hat auch so eine komische Konsistenz. Als ob da so Bindemittel in der Schokolade. Also er ist wahrscheinlich kein Bindemittel drin, aber er ist so. Der schmilzt nicht so richtig. Also schon, aber nicht so wie die anderen. Der schmeckt auch einfach nach nichts. Nee, der ist wirklich nicht gut. Also den mag ich gar nicht. Ist das hier 7? Hä? 7? 6. Das ist 6. Das ist der gleiche, den du eben hattest. Knackig. Oh Leute, das ist wirklich schwer. Aber den finde ich lecker. Den finde ich gut. Der ist auch recht süß, aber der schmilzt schön. Das könnte auch Milka sein. Nee, voll. Der ist nicht schlecht, der hat einen guten Schmelz. Ist trotzdem noch so ein bisschen knackig. Den finde ich, glaube ich, nicht schlecht. Vielleicht so mit der Nummer 1 mein Favorit bisher. Das ist jetzt hier die 8, ne? Ich bin ja gleich super gespannt, was dabei rauskommt. Ihr wisst es ja schon. Das ist Milka, glaube ich. Ich glaube, das ist Milka. Ich glaube, das ist Milka. Den finde ich aber auch nicht ganz so gut. Also ich finde es wirklich schwer. Ich würde sagen, der 7. und der 1. sind meine Favoriten. Und jetzt gucke ich einfach mal, was ist. Der 7. ist der von Aldi. Der 1. ist der von Gepa. Den habe ich richtig erkannt. Den ist der, den ich so schlecht fand. Das ist der teuerste gewesen. Von Lind. Weiß ich jetzt nicht mehr genau. Das war der mit der Note im Abgang. Mit der Note im Abgang. Und wo ist der Milka? Der hier. Den habe ich auch richtig erkannt, glaube ich, oder? Milka hast du ja bei jedem gesagt. Was? Ja. Interessant. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder, wenn wir dann so ein bisschen über Qualität und Preis der Schokoläuse sprechen. Sprechen wir jetzt also über die Qualität, und da gibt es große Unterschiede und auch Dinge, die man nicht erwarten würde. Wobei, wenn man sich so Reportagen anschaut, wie sie manchmal bei SWR Marktcheck oder sowas laufen, dann wundert man sich vielleicht doch nicht mehr, dass selbst die Sachen, die vermeintlich hohe Qualität haben,
keine hohe Qualität haben. Also wir müssen nochmal erstmal erwähnen, dass wir hier preislich gewaltige Unterschiede haben. Ich habe mir das ausgerechnet und habe hier das gerade vor mir auf diesem Tablet in einer ziemlich schmucklosen Tabelle. Ich blende sie euch mal ein. Wir haben beim Preis pro 100 Gramm den günstigsten von Lidl bei 90 Cent. Ja, man muss auch wohlgemerkt sagen, je größer, desto potenziell günstiger pro 100 Gramm kann ein Produkt werden, weil ja, ich sag mal, der ganze Vertrieb ja auch Geld kostet, nicht nur das reine Material. Also ist der zum Beispiel auch günstiger als der von Aldi. 90 Cent pro 100 Gramm bei eben 200 Gramm und ganz gewaltig teurer, mit extremen Unterschied der lokalen Chocolatier, Pot au Chocolat, 13,32 Euro pro 100 Gramm und es war der für mich geschmacklich schlechteste Nikolaus. Dazu muss man sagen, Pot au Chocolat hat sonst sehr leckere Schokolade. Da kaufen wir öfter mal Tafeln, wo so eine 100 Gramm Tafel dann auch 8 Euro kostet, aber die sind exzellent. Warum dieser Schoko-Nikolaus so schlecht schmeckt, kann ich euch ehrlich gesagt einfach nicht sagen. Also ich finde ihn wirklich unterirdisch. Möchte aber hier nochmal sagen, wenn ihr mal in Dortmund seid, geht gerne hin, holt euch schön Edelschokolade. Ja, weil die haben halt so Edelschokoladen und sowas. Das lohnt sich. Aber der Nikolaus kann ich persönlich nicht bestätigen. Die Anne fand den jetzt auch nicht so besonders toll. Sagte zwar, ja, der schmeckt anders. Aber das kann, ja, ist ja irgendwo auch Geschmackssache. Ne? Manch einer mag die vielleicht auch. Ich fand ihn wirklich überhaupt nicht gut. Wohlgemerkt, positiv daran, handgemacht, also zumindest die Form manuell wahrscheinlich mit Schokolade ausgestrichen, zusammengefügt, trocknen, rausmachen, ist deutlich aufwendiger als der Rest, das ist alles Maschine. Ja, also da muss man sagen, das muss man natürlich schon erwähnen, dass der rein von der Arbeit her viel, viel höherwertiger ist als die anderen. Dann haben wir so Aldi Riegelein, die günstigen weiterhin, die beim Preis von 1,41 Euro, 1,82 Euro sind. Und dann kommen wir zu den Markendingern wie Kinder, Milka, die um die 3 Euro kosten. Genauso kostet der von Gepa, was jetzt quasi eine Bio- und Fairtrade-Marke ist. Der kostet genauso viel wie die von Milka und Kinder, ist aber dafür Bio- und Fairtrade. Und dann kommt der von Lindt mit 4,56 Euro, damit der zweiteuerste und Achtung, der qualitativ meiner Meinung nach mit am schlechtesten, weil er zum Beispiel Aroma drin hat und keine echte Vanille. Wie Achtung, Vanilleextrakt finden wir beim billigsten von Lidl, beim billigsten von Aldi, aber nicht beim, mal Pot au Chocolat rausgenommen, beim teuersten von Lindt. Leute haben mir die Kommentare geschrieben, ich habe mich gefragt, was glaubt ihr, welcher gewinnt? Viele schreiben Lindt und geschmacklich ist es Geschmackssache, aber qualitativ, von dem, was ich anhand der Zutaten drauf sehe, ist das einer der schlechtesten Nikoläuse, die wir hier in diesem Test haben. Aroma haben wir zum Beispiel auch bei Milka. Wir haben bei Kinderschokolade haben wir Vanillin drin und Palmfett, wobei das Palmfett eben wegen dieser Milchcreme ist, deswegen den von Kinder kann man streng genommen auch nicht ganz vergleichen. Und dann haben wir, genau, bei Riegelein haben wir auch Bourbon-Vanille drin. Also das ist halt wirklich wieder interessant, dass wir hier eben bei den billigsten die beste Qualität haben. Also es ist wirklich erstaunlich, woher das kommt, weswegen ich hier sage, unbedingt mal auch die billigen ausprobieren, die zumindest qualitativ höherwertiger sind. Es entscheidet am Ende der Geschmack natürlich oder ist mit das Wichtigste, auch wie es designt ist, muss man sagen. Ne, das ist auch Geschmackssache. Ihr habt das ja eingeblendet gesehen, wie die so ungefähr aussehen. Manche sind so ein bisschen mehr, also quasi von der Folie, ja, ist gut, ist Tablet, von der Folie abgesehen, die ja selber so ein Design hat, ist ja die Schokolade drunter auch geformt. Da gibt es auch Besseres und Schlechteres. Und auch da muss man sagen, war zum Beispiel der von Lidl auch einfach super gut gemacht, weswegen man hier sicherlich sagen kann, den von Lidl kann man mal ausprobieren, wobei ich den einfach ein bisschen zu groß finde. Also sieht fast schon obszön groß aus, das Teil. nee, Spaß. Und jetzt versuche ich gerade die Kurve wieder zu bekommen, um nicht wieder im Niveau ganz unten anzukommen. Das ist es aber eigentlich. Mehr wollte ich gar nicht sagen. Ja, überzeugt euch einfach mal selbst und euren Favoriten Nikolaus. Den schreibt ihr mal gerne in die Kommentare. Und Achtung, bevor ihr vielleicht schreibt, Lindt oder andere Marken Nikoläuse, geht mal einen der günstigen probieren und dann schreibt nochmal in die Kommentare. Oder noch besser, macht auch einen Blindtest. Denn ich bin mir ziemlich sicher, dass man sich einfach, wenn man weiß, was es ist, unbewusst beeinflussen lässt und dann glaubt, dass Lindt Schweizer Chocolatier hier die beste Qualität hat. Das ist nicht so in diesem Fall. Ja, und dann bin ich weg für heute. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem so kurz vor Weihnachten oder Nikolaus und alles passt das sehr gut. Deswegen gerne einen Daumen nach oben dafür da lassen. Wenn ihr diesen Kanal unterstützen wollt, in der Beschreibung ist ein Link zum Amazon-Shop, also zu Amazon. Wenn ihr dort etwas kauft, bekomme ich eine kleine Provision. Es wird für euch nicht teurer. Sprich, wir haben alle was davon. Ihr kriegt was Schönes. Ihr kauft euch was Schönes, ihr kriegt eine Provision. Amazon macht Geld, alle sind glücklich. Also danke dafür. Das ist übrigens in jedem Video verlinkt. Wenn ihr einfach mal was kaufen wollt, könnt ihr da vorbei schauen und mich unterstützen. Schluss der Eigenwerbung.
Hauptsächlich vielen Dank an euch nochmal fürs Zuschauen. Macht's gut und ciao.